So Leute, willkommen zurück zur letzten Begegnung des vierten Ultimator Bibo Clash. Oh yeah, die von nebenan gegen das dritte Rad. Hier sind unsere ersten Kontrahenten und gucken wir, wie es sich heute abspielen wird. Sehen wir ein Bracket Reset und morgen noch ein Match? Oder machen die von nebenan einfach souverän, wie auch schon alle Matches zuvor, jetzt endgültig hier den Sack zu? Ich will schon wieder sagen, aber irgendwie passt es halt einfach, ne? Und denken sich so, ich lasse mir das Ding ja nicht nehmen. Ich meine, wir haben hier, was haben wir? Luigi, mega starke Amiibo. Dr. Mario eher, naja, eher nicht so. Wario, auch ziemlich mächtige Sachen hat er bisher schon gerissen. Dann haben wir noch Toon Link. War okay bisher, würde ich sagen. Er hat auf jeden Fall dazugelernt. Aber, naja, wohl gerade ist er ein bisschen in Führung gegangen, ne? Also, und ja, er baut seine Führung weiter. Wow, schön. Okay, also ich sehe, also die von nebenan haben hier definitiv das stärkere Team. Ich meine, Ness super gefährlich und der Bewohner hat erst ein einziges Mal gekämpft. Aber diese Begegnung haben wir ja schon mal gesehen. Die ist 3-2 ausgegangen für die von nebenan. Und der Bewohner hat mit Wario den Boden aufgewischt. Oh! Holy moly, abgesehen wie er fliegen gegangen ist. 5% mehr oder so und er wäre weg gewesen. Da kann Toon Link von Glück reden, aber meine Güte, der Schaden gerade. Das war der Sweet Spot, man hat es am Geräusch gehört. Vom Boden aus mit der Abi getroffen. Und fast den Kill geholt. Luigi dachte sich so, du dominierst mich nicht, Freundchen. Ich mach dich fertig. Und dann zack kam das. Erstmal mit der Kopfnuss gegen den Ballon. Auch gut. Ja, Luigi. Oh, wollte gerade sagen, muss ein bisschen aufpassen hier. Sonst passiert nämlich sowas. Also ich denke, es ist sehr wichtig für das Team, für das dritte Rad. Wenn sie das ja noch reißen wollen, muss Luigi auf jeden Fall Toon Link besiegen. Und dann gucken, wie er gegen Ness spielt. Aber wenn sie gleich schon Luigi verlieren, sehe ich schwarz, ehrlich gesagt. Aber na, mal gucken, ne? Man kann auch immer noch vom Gegenteil überzeugt werden. Aber gerade sieht es sehr, ja, sehr schön. Da hat er schon wieder getauntet. Und es ist wieder ausgeglichen. Also Toon Link hat einen mega starken Start hingelegt eben. Und ist auch jetzt gerade weiterhin immer noch gut dabei. Da haben wir gerade die Kunai-Kombo gesehen. Einfach 3000 Mal Upswing hintereinander machen und damit sogar noch treffen. Richtig gut. So, gerade hier weiterhin, Luigi. Also, man sieht, Luigi versucht irgendwas zu machen, aber wirklich effektiv kommt er nicht dazu, auch wirklich zu treffen. Da waren mal wieder ein paar Treffer gerade, aber Toon Link hier haut die Upsmashes raus und trifft einfach jedes Mal damit. Also, ein, zwei Upsmashes wird Luigi noch überleben. Wenn der Move so weiter stalet, also das heißt, wenn man Move oft hintereinander einsetzt, dass der dann schwächer wird mit der Zeit. Sowohl Knockback als auch schadensmäßig. Ja, trotzdem, es ist sehr ausgeglichen hier gerade. Es könnte für beide. Oh, jetzt wird schon. Luigi jetzt schon extrem gefährdet hier. Toon Link hat mehr als genug Optionen, um Luigi jetzt schon aus dem Spiel zu nehmen und den zweiten Charakter vom dritten Rad hervorzulocken. Vor allem, wenn Luigi weiterhin so in die Upsmashes reinrennt. Luigi müsste mal wieder einen seiner berühmten Upsmashes aus dem Schild hier einsetzen. Aber er kommt immer wieder von oben. Ich sehe das kommen, Leute, gleich. Oh! Wow. Toon Link, so punisht man einen Grab-Fail, Leute. So macht man das. Schade. Also ja, ich habe gerade eben gesagt, schade, dass ich weiß nicht, ich möchte einfach eine spannende Begegnung haben. Das ist mein Wunsch. Okay, Luigi jetzt rausgeholt, besiegt Toon Link. Das heißt, jetzt die Begegnung, die ich die ganze Zeit sehen wollte. Ness gegen Luigi. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal gesehen. Doch, die haben wir schon mal gesehen. Die haben wir natürlich schon mal gesehen. Ich glaube, da gewann Ness. Doch, natürlich gewann. Ja, doch, Ness gewann noch gegen Luigi und gegen Dr. Mario und Wario gewann gegen Ness und so weiter und so fort. Ja, ich erinnere mich. Oh nein. Oh nein, Leute, Portown wieder. Wobei, das letzte Mal, als wir da gekämpft haben, wir erinnern uns. Ich dachte schon, wir haben keine Musik. Palutena gegen Ness haben wir tatsächlich nicht die üblichen blöden Aktionen gesehen, die wir vorher erlebt haben. Und sei es drum, die Stage ist jetzt in dem Turnier drin, also müssen wir damit leben. Kann man ja nicht vorher ahnen, dass die Amiibo nicht darauf klarkommen, wenn sie Autos ausweichen wollen, obwohl niemand da ist, den man ausweichen muss. Hoffen wir einfach, dass beide wieder auf derselben Seite sind, wenn es gleich darum geht, diese Transformation zu finden. Ja, jetzt haben sie sich wieder getrennt. Sie haben sich wieder getrennt. Ja, Luigi ist schon wieder in einem gefährlichen Bereich gerade. Oh, da kommen die Autos. Wow, wow, wow. Ness wird überfahren. Krass, ne? Das ist das passiert, was Palutena passiert ist vorher. Okay, Vorteil, deutlicher Vorteil von Luigi jetzt hier. Das wäre ja ein Ding, Leute. Das wäre ja ein Ding, wenn Luigi den Ness jetzt auch noch besiegt. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube immer noch, dass Ness ja die bessere Chance hat. Auch wenn er jetzt hinten ist, wenn es doch. Das war ja
hat ja wenig mit Luigis Leistung zu tun, sage ich mal. Jetzt nach hinten werfen reicht natürlich nicht aus. Ohne Rage und da von der ganz linken Seite nach zur ganz rechten Seite werfen. Wir haben richtig coole Musik hier gerade wieder, oder war versucht Luigi schon wieder damit. Man merkt so, Luigi kriegt einfach gerade keine Treffer raus. Und es fehlt nicht mehr viel, dann hat Luigi seinen Stock auch verloren, dann hat er auch schon wieder ausgeglichen. Und hätte einfach grabben müssen. Ja, ich seh's schon kommen, Leute, ich seh's schon kommen. Gleich wird Ness ihn einfach packen und wegwerfen. Glaube ich. Oder sie stehen einfach da und starren sich an. Und schauen, was passiert. Nichts Spezielles hier am Start. Oh, der F-Smash. Mit einer unglaublichen Durchschlag. Und da, ja. Warum Ness sich auch mal nicht da festgehalten hat, da sollte man vielleicht nicht nach unten drücken. Oder es war einfach nicht vernünftig genug. Recovered jedenfalls. Gewinnt Luigi das Ding hier tatsächlich. Und jetzt steht der Bewohner. Okay, jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich gespannt, ob der Bewohner genug Power hat. Also wir haben ihn nur einmal kämpfen sehen und das war absolute Zerstörung. Ein einziges Mal. Bewohner gegen Luigi. Let's go. Windy Hill Zone, dahin soll es gehen. So, jetzt geht's ab, Leute. Mal gucken, ob der Bewohner ähnlich krass zurückschlagen wird. Der Bewohner! Entschuldigung, man muss es eigentlich so aussprechen immer. Wie zuvor in dem Kampf gegen Wario oder ob Luigi das Ding jetzt hier tatsächlich zu null gewinnt, das erste Grand Final, und damit sein Bracket Reset erzwingt. Das wäre ja mal was, Leute. Gerade macht Luigi das ziemlich souverän. Ziemlich souverän. Lässt sich nicht unnötig treffen, jedenfalls nicht wirklich oft. Und kontert immer wieder zurück. Also Luigi ist ja... Ich weiß nicht, ob Wario oder Luigi stärker sind. Luigi hat man häufiger kämpfen sehen, deswegen erweckt das den Eindruck, dass Luigi gerade... Wow! Der Bewohner wird gerade richtig bewohnt. Sonic Heroes Mucke, yay! Okay, mal gucken, ob er dann nochmal... lernt, damit umzugehen, wollte ich gerade sagen. Im Laufe des Matches. Also hier unser lieber Villager. Aber gerade fehlt nur noch ein Schlag und er ist weg vom Fenster. Vor allem, wenn er einfach mit dem Rücken zu ihm steht und nichts tut. Wieder Upsmash aus dem Schild raus. Noch der, also der nächste Upsmash wird reichen. Versucht das mit der Bowlingkugel. Also nach der Vorstellung, die der Villager gegen... Und schon wieder Schild, Upsmash, zack, weg. Wow, der Bewohner wird gerade richtig vorgeführt. Wir haben gesehen, also die, sowohl Toon Link als auch Ness haben wesentlich stärker gegen Luigi gespielt. Vor allem Toon Link, lustigerweise. Jetzt hätte ich ja jetzt nicht unbedingt erwartet. Zack, guckt euch das mal an. Er disst ihn, das ist ein richtiger Disrespect hier gerade. Es gab nicht mal eine Chance, dass dieser Abi jetzt killt, aber... Holy moly, was ist gerade mit Luigi los? Ist richtig hart on fire. Also, es muss echt noch ein Wunder passieren. Ich glaube, wir sehen wieder das Bracket Reset, Leute. Morgen noch eine zweite Begegnung. Bestehend aus eben diesen Charakteren. Tja, er versucht es immer wieder. Er macht so... Aber es alles bringt alles nicht so viel, was der Villager gerade versucht. 141% und... Schon wieder Schild, Upsmash. Immer wieder das gleiche Spiel. Und die. Das ist das Problem, wenn man immer so aggro reinspringt, dann passiert nämlich genau sowas, Leute. Das ist echt ein Paradebeispiel, warum man eben spacen muss. Also quasi seine Aerials so einsetzen, dass der Gegner danach nicht punishen kann. Vor allem nicht mit sowas Gefährlichem. Insbesondere dann nochmal, wenn man auf so hohen Prozenten ist, wie unser lieber Bewohner gerade. Hat gerade den Feuerball eingesteckt. Ich glaube schon, oder? Ja, allerdings. Oh, da kann ich vom Glück reden, dass es gerade nur die Lasting Hitbox war. Lingering Hitbox, so. Der Attacker war nämlich schon draußen und. Ja, oh, ich dachte gerade schon, Kester oben gestorben. Wow, also. Hand aufs Herz, wer hat damit gerechnet? Ich nicht. Krass. Die von nebenan wurden. Ja, zerstört, kann man nur sagen. Es war richtig, richtig, richtige Zerstörung seitens Luigi. Das heißt, Leute, morgen sehen wir nochmal die alles entscheidende Begegnung. Ihr dürft nicht nochmal abstimmen. Die Abstimmungen sind immer noch gültig, wie genau für den Kampf heute. Das dritte Rad gegen die von nebenan. Die Entscheidung morgen. Bis dann. Ciao.